Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Hinter dem Deck fünfte Stäbe. Ich glaube, das war Sternzeichen Skorpion. Ja, ich hatte auch so eine Energie gehabt. Also ich spüre hier vielleicht, also du siehst ja auf dieser Illustration, man sieht mehrere Menschen, ja. Mehrere Menschen, die ja vielleicht kämpfen oder irgendwie hier sind mehrere Kompetenzen, mehrere Beteiligten hier in einer Situation. Die Nummer 5 deutet ja auf Konflikten irgendwie, aber auch auf Veränderung, ja. Wir reden über Veränderungen hier irgendwie, doch, also eine starke Energie bei dir wieder mal, Zwilling. Ich glaube, das war Sternzeichen Waage, wo ich diese Energie wieder hier hatte. Warte mal kurz. Monat Dezember, glaube ich. Also, bei dir gerade ist Sternzeichen Waage sehr stark auf dem Tisch. Das muss ich dir schon sagen. Hauptsächlich habe ich hier Sternzeichen Waage. Sehr sogar. Auf den Würfeln nämlich auch. Sternzeichen Waage und die Nummer 7, ja. Das möchte ich dir sagen. Boah, deine Energie ist eine starke Energie. Fünfte Stäbe. Ich spüre Konflikte da. Ich spüre schon irgendwie Konflikte, tatsächlich. Ja. Die Mäßigkeit, Sternzeichen Schütze. Ja, vielleicht hast du mit Sternzeichen Schütze doch zu tun. Ich spüre hier Konflikte. Ja. Schau mal jetzt, Zwilling, welche Karten gekommen sind, ja? Also zweite Schwerter, neunte Stäbe und die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, nochmals, wie gesagt, Sternzeichen Waage, oft das, ja. Zwilling, irgendwie ist man hier vielleicht entweder überrascht, entweder ist man hier überrascht oder dass eine bestimmte Situation sich verändert hat. Man hat mit einer Sache jetzt nicht gerechnet, so ungefähr. Komisch, also warum das jetzt? Oder ich weiß, ich habe keine Information mehr oder ich habe keinen Kontakt, ich weiß ja nichts von jemand. Also es gibt hier eine Blockade in der Energie. Ja? Zweite Schwerter deutet auf eine Blockade, auf einen, ja, eine Person, die sich schützen möchte. Schau mal die Illustration hier, diese Person. Schützt sein Herz, möchte nicht verletzt werden. Diese Person blockiert tatsächlich, ist in diese Pause, also man möchte hier nicht verletzt werden. Die Person ist im Frieden tatsächlich, das ist das, was ich hier sehe. Eine Person ist hier im Frieden. Jemand fühlt sich wohl, hat geheilt, einer Person geht es gut, wie gesagt, man hat geheilt, mir geht es gut, ja, ich bin in meinem Frieden und so, aber anderen denken nicht das Gleiche. Wir reden hier über zwei verschiedene Energien. Einerseits habe ich eine Person, die im Frieden ist, und auf die andere Seite habe ich Menschen, die streiten. Das ist, was ich hier auch spüre. Ich spüre hier eine Person, die blockiert, die nichts von der Welt wissen möchte, aber eine Person, die es gut geht. Also mir geht es gut. Ich bin in meinem Gleichgewicht, ja. Aber ich möchte nicht verletzt werden. Ich schütze mein Herz, ich schütze mich und ich, ja. Und das ist deswegen diese neunte Stäbe hier. Diese neunte Stäbe ist irgendwie wie. Warum diese Stille, ja? Also,
Was macht die Person oder was ist hier passiert? Ich weiß über diese Situation nicht mehr. Wir reden hier über eine Gerechtigkeit. Möglicherweise eine Situation, die ungerechtigt war, nicht fair war, bekommt jetzt eine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist hier einen wichtigen großen Arkana. Die Nummer 11. Wir reden über Karma. Ja, und Karma ist weder gut noch schlecht. Karma ist eine Konsequenz von unseren Taten. Ja, das ist einfach Karma. Also nicht, dass das Universum böse ist, sondern dass es liegt an uns. Es liegt an unseren Taten, welche Konsequenzen darauf kommen, ja. Jeder bekommt, was man verdient. Und das ist die Gerechtigkeit. Ich rede hier über Karma. Eine Person tatsächlich setzt hier Grenze. Ich meine, das ist, was ich hier sehe. Also die Karte, die Gerechtigkeit und zweite Schwerter, beide Karten deuten auf Grenze. Ich setze Grenze. Ich möchte jetzt fair sein. Ich bin fair. Ich bin, ja. Zu mir selbst, ja. Also, ja. Also man bleibt sich selbst treu, so ungefähr. Also schau mal jetzt bitte. Auf den Würfeln habe ich es dir ja auch gesagt. Sternzeichen Waage. Aber du merkst ja, es ist eine starke Energie gerade hier, weil man könnte hier bei dir sagen, Zwilling, dass irgendwie hast du mit der Sternzeichen Waage zu tun. Ja? Muss ja natürlich nicht sein, weiß ich ja. Aber du siehst ja, vielleicht weil du in deinen astrologischen Chart auch diesen Sternzeichen hast oder die andere Person. Schütze und Sternzeichen Löwe ist hier nämlich auch, ja? Stier. Zwilling wie du auch. Drei der Stäbe. Schau mal bitte jetzt. In der Mitte zwei der Münzen. Und die Nummer zwei der Münzen zeigt sich bei dir zweimal. Du merkst ja, zwei der Münzen zweimal. Und die Gerechtigkeit, also das Gefühl wäre hier, man versucht einen Balance in diese Situation zu bringen, ja? Man versucht eine Situation zu balancieren. Das ist mit der Gerechtigkeit hier zu sehen, ja? Zwei der Münzen. Zwilling, die Karte zwei der Münzen spricht auch für Zweifeln, ja? Weil zwei Situationen sind. Zwei Situationen, eine Entscheidung. Zwei Situationen, zwei Personen, eine Gerechtigkeit. Die Zweifel sind da und man versucht hier irgendeinen Balance zu bringen. Du siehst ja, diese mehrere Menschen sind ja da. Ich könnte auch reden, dass eine Person eifersüchtig ist. Ja? Schau mal bitte. Der Hierophant, zwei der Münzen und drei der Schwerter. Du siehst, Sternzeichen Stier. Gut, unabhängig jetzt, also der Hierophant spricht auch für eine Person, die feste Ideen hat. Eine Person mit sehr starke religiöse Erziehung. Das hatte ich jetzt bei Sternzeichen Stier gehabt, ja. Eine Person, die durch diese religiöse Faktoren sein Liebesleben beeinflussen lässt, ja. Mein Liebesleben wird durch meine religiöse Faktoren beeinflusst, ja. Und das ist, was ich ja habe mit der Hierophant. Eine Person, die diese religiöse Erziehung hat und diese starke religiöse Erziehung oder wie auch immer, diese ganz feste Ideen oder Gedanken hat, diese Glaubensmuster und deswegen die Zweifeln.
und vielleicht dementsprechend dann auch die Enttäuschung. Wenn man sein Herz nicht folgt, ja? Also wenn ich mein Herz nicht folge und sonst nur um diese Programmierung, die wir haben, seit wir in diesem Bauch, im Bauch von unseren Müttern waren, also diese Programmierung, mit der wir hier auf diese Welt kommen, diese Glaubensmuster, die wir so haben, wenn wir das folgen, aber ja, diesem Verstand, aber nicht unserem Herz, dann ist das, was wir finden, einen drei der Schwerter. Schmerz, einen Treubruch, hauptsächlich einen Schmerz, eine Enttäuschung. Ja, dadurch kann ich ja eine falsche Entscheidung treffen. Eine Person vielleicht, die eine falsche Entscheidung trifft, weil man das Herz nicht folgt, sondern andere Dinge. Andere Dinge, in manchen Fällen das Materielle. Hier habe ich ja Erde-Element, Erde-Element in der Mitte auch. Also so ungefähr, was interessiert mich am meisten, was ist für mich wichtiger, ja? Und manchmal ist das so, dass Geld oder Finanzen wichtiger ist. Aber das ist nicht die Wahrheit, das spricht ja nicht für die Wahrheit, ja? Wichtig ist die Liebe, tatsächlich. Der Rest ergibt sich von allein, wenn zwei Menschen in der gleichen Schwingung sind. Zwei Menschen, die sich lieben. Zwei Menschen, die sich lieben. Und dann die Liebe gewinnt. Wenn die Liebe gewinnt von beiden Seiten, zwei Menschen, die in der gleichen Schwingung sind, dann der Rest ergibt sich von allein. Aber wenn die eine Person liebt und die andere Person nur aus reinem Interesse da ist, das früher oder später wird das zu nichts. Es wird zu nichts. Ja. Das sage nicht ich. Das ist eine Tatsache. Und ich meine, wenn man die Erfahrung, die Erfahrung jetzt gemacht haben, wissen die das auch. Ja, dass die Liebe ist das, was zählt. Der Rest kommt von allein. Natürlich muss alles im Balance sein. Das ist wahr. Es muss einen Balance sein. Nochmals, ja, aber gut. Das ist, was ich hier habe. Ich spüre hier Zweifeln. Zweifeln und eine Gerechtigkeit. Also das heißt, wie gesagt, die Gerechtigkeit ist da kommende Woche. Ist eine interessante Energie. Ich sehe natürlich auch hier eine Trennung. Also hier sieht man schon eine Trennung. Man könnte hier sogar für eine Gruppe über eine Scheidung reden. Ja, also das ist hier der Hierophant, sechste Kerzen, die Familie ist hier. Und für jeder von uns spricht in eine andere Richtung, aber die Familie sieht man hier. Kinder sieht man natürlich auch hier. Und eine Langzeitbeziehung ist hier. Und ich sehe natürlich diese Trennung oder nochmals Scheidung sogar. Achte Münzen. Die gleiche Energie war bei Sternzeichen Schütze. Wir reden hier, die Ratte Schicksals kam jetzt auf dem Kopf, ja, aus dem Kopf. Also irgendwie diese Situation, diese karmische Situation, die ich hier habe, einen Zyklus, den sich ständig wiederholt, immer wieder halt. Was ich denke, man kommt hier zu einer Einigung. Ja? Drei der Münzen, acht der Münzen.
Das gleiche war bei Sternzeichen Schütze. Also diese Karte, das Gericht, kam bei Sternzeichen Schütze nämlich auch hier. Mit sehr viel, mit einer Schnelligkeit. Es kann schon möglich sein für eine Gruppe, dass wir hier Zwilling und Schütze haben. Ja? Du siehst ja, welche Sternzeichen hier auf dem Tisch sind. Sehr stark Waage und Schütze. Ja, Skorpion nämlich auch. Stier. Ich sehe Kommunikation. Ja? Eine Person verteidigt seine Meinung. Ja, eine Person möchte seine Meinung verteidigen. Eine Person ist überzeugt von dem, was er von denkt, ja, von der Situation. Ja. Das ist, was ich von der Situation halte. Das ist das so gewesen und ich verteidige meine Meinung. Ja. Du hast kein Recht gehabt. Also so ungefähr, man möchte hier tatsächlich streiten. Ne? Man möchte hier schon streiten. So ungefähr, du hast kein Recht gehabt, ja. Es kommt hier ein bisschen so eine Situation. Ne? Ich sehe bei dir Gespräche kommende Woche, Zwilling. Diese kommende Woche sind hier Gespräche. Diese Gespräche kannst du mit deinem eigenen Vater oder Mutter haben, mit deinem Ehemann, Ehefrau, mit einem Ex haben oder so. Ja, also ich meine jetzt, es ist für uns allen verschieden. Aber ich sehe hier ein Gespräch. Und es kommt entsprechend auch eine Gerechtigkeit hier. Eine Person wird weiterhin sich, also wie gesagt, die Synchronisierung gerade mit Sternzeichen Schütze ist bei dir sehr stark, Zwilling. Ich spüre hier eine Person, die weiter sich um seine Sachen kümmern wird. Also ich fokussiere mich um meine Dinge, um meine Sachen. Und das ist für mich wichtig. Das Gefühl, Zwilling, ist, das Gefühl ist, dass jemand eine komplizierte, gerade jetzt, während du und ich reden, und das kann für dich reden oder sonst für die Crosswatchers, das können wir nicht ändern, aber eine Person hat gerade jetzt eine komplizierte Situation. Gerade jetzt, während du und ich reden. Ich rede hier sogar nochmals eine Trennung, eine Scheidung. Dass eine Person umziehen muss. Ich muss mein Zuhause verlassen. Ich muss das, ja, mein Zuhause muss ich verlassen. Ich muss gehen. Ich ziehe um. Und das kommt durch eine Trennung, eine Scheidung. Zwilling, jemand wird es dir sagen. Jemand wird dir sagen. Jemand wird sich mit dir kommunizieren. Ich sehe eine Person, die sehr impulsiv ist, ja, sehr impulsiv. Sehr leidenschaftlich tatsächlich, aber auch irgendwie vielleicht etwas Konflikten macht hier. Eifersucht, weil vielleicht auch eine dritte Person hier ist. Zehn und zehn. Das ist deutlich hier. Zehn der Schwerter, zehn der Stäbe. Die Nummer zehn, zehn. Wir reden hier über einen Zyklus. Das ist ein Schluss hier. Du merkst ja, Zwilling, also ich kann dir ja für deine direkte Situation nicht sagen, was das hier für dich ist. Aber du weißt ganz genau, was wir hier haben. Für deine Situation. Und ja, könnten wir hier sogar, dass man sagt, ja, ich kündige auf der Arbeit und ich möchte was Neues anfangen. Ja, klar, kann auch sein, dass jemand hier auch eine Kündigung jetzt, dass gekündigt wird oder wie auch immer. Ja. Ja, dass man was Neues anfängt, das ist hier. Ich fange was Neues an. Ich entscheide mich für was Neues. Das ist hier, Zwilling. Ich entscheide mich für was Neues.
Es zeigt sich sehr positiv, die Energie eigentlich. Die Gerechtigkeit und das Gericht. Es ist deutlich. Es ist deutlich, ja. Für dich kann das hier eine Scheidung sein. Wir beenden hier einen Zyklus. Wir beenden einen Zyklus. Das ist, was ich hier spüre. Ich fange was Neues an. Achte Kerlchen, ich verlasse eine Situation. Fünfte Schwerter, fünfte Stäbe. Die Synchronisierungen, habe ich dir ja gesagt, Sternzeichen Schütze, Sternzeichen Skorpion, Synchronisierungen hier sehr deutlich. Sehr deutlich. Schau mal bitte, von diesem romantischen Orakel kam für dich eine neue Liebe. Zwilling, neue Liebe. Ja. Und hinter dem Deck wahre Liebe. Also das kam für dich hinter dem Deck und neue Liebe und wahre Liebe. Und von unserem Erzengel Michael kam für dich, du und deine Lieben sind in Sicherheit. Ja. Die Person, nach der du fragst, ist vertrauenswürdig. Und von diesem Seelenpartner Orakel kam für dich, du bist wie ein Magnet, der immer mehr Liebe, Glück und Erfolg anzieht. Auch ihr dürft lernen, die Sprache eurer Liebe zu verstehen. Ja? Interessant. Die letzte, gönne dir Ruhe und schenke dir Mitgefühl. Also Zwilling, die Gerechtigkeit kommende Woche. Die Gerechtigkeit kommende Woche. Ich rede hier über klare Kommunikation, also das Gericht und die Gerechtigkeit. Also wir reden hier schon über Kommunikation. Und das ist immer halt eine Karte, die sehr viel mit Karma zu tun hat. Und jeder von uns bekommt sein Teil, also immer. Ja, ich bekomme mein Teil, du auch. Also jeder von uns bekommt sein, das, was jeder verdient, was man verdient halt. Und das ist die Gerechtigkeit. Ja. Nochmals, es ist weder gut noch schlecht, ist einfach die Konsequenzen sind da. Und das, was ich hier spüre, die Konsequenzen sind da von unseren Taten. Ja. Aber ich spüre hier eine Ende in einem Zyklus, denn mit sehr vielen Zweifeln, also viel Zweifeln in diesem Zyklus bei dir. Ja, viele Enttäuschungen, viel, also sehr schwer, eine sehr komplizierte Zeit. Ja, und das ist eine Ende von einem komplizierten Zyklus. Ich spüre eine Ungerechtigkeit in deiner Energie und die Gerechtigkeit ist da. Ja, und ich spüre diese Ungerechtigkeit. Aber wie gesagt, diese karmische Situation hat ein Ende. Und das Gefühl bei dir ist, dass du was Neues anfängst. Das sieht man nämlich hier. Bis jetzt, Zwilling, bis jetzt, die Energie bei dir hat sich mit sehr viel Zweifeln gezeigt. Viele Zweifel, Konfusion, Durcheinander, tatsächlich viel Durcheinander und Konfusion. Möglicherweise, weil auch, wie ich dir gesagt habe, mehrere Beteiligten oder Kompetenzen da waren, ja. Und das kann schon Durcheinander bringen oder viel Konfusion geben.
Das bewirkt auch Karma am Ende. Also das ist, was ich hier habe. Klaren Karma. Das ist einfach ein Karma. Deswegen ist es diese Übergangsphase hier bei dir. Ja. Und wie gesagt, wenn man das Herz nicht folgt, sondern andere Interessen, das bewirkt auch Karma. Also tatsächlich, also die Gerechtigkeit sagt uns das auch, ja. Also wonach suchst du oder was ist für dich wichtig? Was schätzt du mehr, ja? Weil, wie gesagt, am Ende sind wir ja ein Spiegel. Ja, wir spiegeln uns mit den anderen. Ja, also, weil die Gerechtigkeit, alles, unsere Taten, oder es kommt alles wieder zurück. Jeder bekommt, was man verdient. Und das ist die Gerechtigkeit. Ist interessant, die Energie gerade Zwilling, weil beide Karten reden über einen Balance in der Energie. Es wird hier doch einen Balance geben. Diesen Karma wird sich, es gibt einen Ausgleich hier in dieser karmischen Situation, in diesem Karma. Das ist immer positiv, egal wie es für uns aussehen wird, also egal, was das für mich tatsächlich heißt jetzt, ja. Also, weil das heißt für mich auch etwas. Hier muss ich natürlich diesen Karma ausgleichen. Ich weiß aber nicht wie, aber das werde ich machen. Ja, das wird mir schon das Universum sagen. Aber es ist egal wie, aber das ist positiv, weil zumindest ist das schon gelöst. Es gibt hier eine Lösung jetzt. Und das ist wichtig, damit man natürlich was Neues anfangen kann. Ja, solange ich noch eine karmische Situation offen habe oder ich einen bestimmten Karma nicht ausgeglichen habe, solange das so ist, fange ich nichts Neues an. Es ergibt sich nichts Neues. Wenn ich meinen Karma ausgeglichen habe, dann ergibt sich schon was Neues. Das ist, was ich bei dir habe. Zwilling, die Energie ist deutlich. Ja, ich spüre schon eine neue Situation für dich. Eine neue Situation. Ich denke, das, was ich hier habe, hat mit der Vergangenheit dann nichts mehr zu tun. Ja? Dass man eine Vergangenheit hier löst. Es gibt eine Lösung. Es kommt eine Lösung. Damit ich was Neues anfangen kann. Ja? Das ist, was ich hier spüre. Denn diese karmische Situation ist hier bei dir. Genau wie bei mir, Zwilling. Es ist nicht mehr bei dir als bei mir. Es ist bei uns allen so. Aber die Sache ist, bei dir sieht gut aus mit der Gerechtigkeit hier kommende Woche. Also, Zwilling, das ist die Energie für kommende Woche. Ich meine, interessant sieht es momentan bei uns allen. Bei uns allen, ja. Und ja, das ist das. Das ist die Energie. Deine Energie ist das hier. Die Gerechtigkeit und fünfte Stäbe. Es kommt hier eine Beurteilung. Es kommt hier tatsächlich jeder von uns wird diesen Karma ausgleichen müssen. Ja, es ist so. Und jeder in einer anderen Art oder in anderen, aber jeder von uns muss diese Situation jetzt konfrontiert. Die Beurteilung ist irgendwie da. Das ist, was ich meine. Zwilling, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen ersten Advent. Schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, Zwilling.